Ich kann mich noch an Voskes Veranstaltung erinnern, das ist schon ziemlich lange her. Da wurde in der OSM-Community wild diskutiert, wer darf eigentlich was mit OSM-Daten machen. Und da gab es auch Leute, die waren der Meinung, also Firmen überhaupt nicht. Und da ging es ja noch nicht mal darum, dass die Daten verarbeiten. Es ging einfach nur darum, dass sie die Daten zusätzlich mit anzeigen. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Mittlerweile sind wir so weit, dass Firmen selber anfangen, OpenStreetMap-Daten zu mappen. Und Michael Reichert hat zu diesem Thema Erfahrung gesammelt und diese Erfahrung möchte er jetzt mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag, wenn Firmen mappen. Zuallererst möchte ich mal sagen, ich mappe zwar hin und wieder auch während der Arbeitszeit ein paar Sachen, aber der Schwerpunkt ist nicht das Mappen beim Arbeiten. Mein Vortrag gliedert sich in vier Teile. Zuerst gehe ich kurz ein auf die Regeln, also die Organized Editing Guidelines, die es jetzt seit November für OpenStreetMap gibt. Dann über meine Erfahrungen mit Schulungen. Also ich tue im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit hin und wieder auch Firmen oder Behörden schulen, wie man OpenStreetMap Daten einträgt. Und dann noch zwei Punkte, die sich eigentlich dann an Firmen und Organisationen außerhalb von OSM richten. Wie man zu OSM beiträgt und wie man es nicht machen sollte. Zuerst zu den Regeln. Diese Regeln gibt es jetzt seit November. Das sind auf der Webseite OSM Foundation veröffentlicht. Die heißen Organized Editing Guidelines. Die wichtigsten Punkte sind, so eine Aktivität muss dokumentiert sein im OpenStreetMap-Wiki. Die Wiki-Seite, auf der das dann jeweils dokumentiert sein sollte, sollte dann diese Form haben, also Organized Editing / Activity / und dann der Name der Aktivität. Da sollte draufstehen, wer steckt dahinter, also welche Organisation, welche Benutzernamen sind das, was wird gemacht, also was wird getaggt, wenn spezielle Tags verwendet werden, welche, wie wird es gemacht, also nimmt man YOSM, nimmt man ID oder was ganz anderes, welche besonderen Quellen werden verwendet, der Zeitraum und es ist auch sehr gut, wenn man schreibt, warum man das überhaupt macht und nicht im Geheimen bleibt, weil das ist schon mal ein Schritt in die falsche Richtung, wenn man Sachen geheim hält. Die Kommunikation mit der Community sollte frei, offen, transparent und öffentlich archiviert sein. Das heißt, man muss die Aktivität oder sollte sie mindestens 2 Wochen vorher ankündigen auf einer geeigneten Mailingliste. Die Richtlinie ist da relativ streng, welche Kommunikationskanäle zulässig sind und sagt zum Beispiel auch, man darf Kommunikation, die man mappern hat, nicht auf einen nicht öffentlichen Kanal verschieben, außer es geht um Datenschutz, Sachen, wo der Datenschutz greift. Also wenn man Mapping-Fehler diskutiert, sollte man nicht von der Changer-Diskussion danach auf E-Mails wechseln. Und die einzelnen Mapper, die Teil der Organisation sind oder der Firma, müssen in ihrem Benutzerprofil ihre Zugehörigkeit kenntlich machen und sollten auf Kommentare reagieren. Das heißt, so ein Benutzerprofil hier, ein Beispiel des Benutzers Sömisch von der Firma Menz, da steht dran, er ist von der Firma Menz, Link sogar zur Firmenwebsite und das Wichtigste ist in dem Fall tatsächlich der Link auf die Wiki-Seite von Menz, die sieht dann so aus. Die ist relativ lang und dürfte, glaube ich, sogar die Policy voll und ganz erfüllen. Steht drauf, wer man ist, was man macht, sogar die Tag-Liste mit den ganzen seltsamen ÖPNV-Tags, die Menz verwendet. Steht eine Kontakt-E-Mail-Adresse dran für den zentralen Verantwortlichen, bei dem man sich beschweren kann, wenn die einzelnen Mapper nicht reagieren oder wenn das Ganze ein systematisches Problem ist. Nun möchte ich aber eingehen auf Schulungen. Ich halte so 3-4 Schulungen im Jahr zum Thema, wie trage ich Daten in OpenStreetMap ein. Die Auftraggeber sind da meistens Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde. Da ist so eine sehr große Nachfrage danach, aber auch der Pressevertrieb, der die Wege seiner Zusteller der Zeitungsausträge auf Basis eines routingfähigen Netzes ermittelt, damit die Zeitungsausträger nicht zu weit laufen müssen in ihrer Schicht. Dazu werden vermehrt OpenStreetMap-Daten eingesetzt und die sind halt nicht hundertprozentig korrekt, also gibt es Bedarf für die Leute bei den Verlagen, die Daten zu korrigieren, damit die Weglängenberechnung besser wird. Und die öffentliche Verwaltung, die hin und wieder auch Projekte hat, wo irgendwie OpenStreetMap-Daten eine Rolle spielen. In diesen Schulungen gehe ich auf eine ganze Reihe von Inhalten ein. Keine Schulung gleicht einer anderen. Das hängt immer davon ab, was der Kunde wissen möchte.
und welche Vorkenntnis er mitbringt. Also meistens fängt es mit dem OSM-Datenmodell an, also so Node, Way, Relation, Changeset. Außer es gibt die Vorkenntnisse schon, dann überspringe ich das. Wichtig ist mir auch der Unterschied zwischen Datenbank und Karte. Da habe ich gern diese Folie im Einsatz, also dass man einerseits die Editoren bei OpenStreetMap hat, über die man Daten einträgt, die ihre Daten dann der OpenStreetMap-API übermitteln. Da hängt im Hintergrund eine zentrale Datenbank dahinter und die Daten werden dann über die Blended-Dumps und Diffs veröffentlicht und aus denen machen dann die Weiterverarbeiter, unter anderem Teilserver, dann fertige Produkte für den Nutzer. In dieser rechten Spalte finden sich da auch, dann auch die Anwendungen, die die Kunden von diesen Schulungen nutzen. Meistens setze ich als Editor YOSM ein, weil es einfach der bessere Editor ist für bezahltes Mapping, weil er integrierte Fehlerprüfung hat, die der ID nicht bis vor kurzem noch gar nicht hatte. Und dann geht es meistens noch um das Tagging, also wie man bestimmte Sachen taggt in OpenStreetMap. So klassische Themen sind Straßenzugangsbeschränkungen, Fahrstreifen, Abbiegeverbote und ÖPNV-Sachen. Da gibt es dann auch umfangreiche Handouts dazu. Hier ist mal auszugshalber eine Seite hier dargestellt. Das ist eine Tagliste mit zusätzlichen Tags für Straßen. Ebenfalls ein wichtiges Thema sind zulässige Quellen für das Mapping in OpenStreetMap. Was darf man überhaupt verwenden? Und Best Practice, also wie man Sachen machen sollte. Hier mal beispielhaft eine Folie zum Thema Versatz von Luft- und Satellitenbildern. Man sieht hier das Bing-Luftbild und als Overlay in allen bunten Farben darüber GPS-Tracks, die auch bei OpenStreetMap gesammelt werden. Und man sieht hier, wenn man sich diese Straße anschaut, das Luftbild scheint einen Versatz irgendwo in Richtung Osten zu haben, sieht man hier auch nochmal, während es in Nord-Süd-Richtung vom Versatz her relativ gut scheint. Die Tatsache, dass Luftbilder einen Versatz haben können, da muss man sich beim Mappen bewusst sein, ansonsten kriegt man irgendwann Ärger mit anderen Mappern, die in der Gegend aktiv sind und sich darüber aufregen, dass man Gebäude verschiebt, damit sie korrekt sind. Auch wichtig zum Thema Best Practice ist das Alter von Luft- und Satellitenbildern, dass man sich bewusst ist, dass Bilder nicht aktuell sind. Links sehen wir das Mapbox-Bild, oben rechts sehen wir das Digital Globe Bild, da ist eine Umgehungsstraße gebaut worden. Der alte Verlauf geht hier nach Nordosten, die neue Straße geht nach Südosten weg. Und auf dem Digital Globe Bild sieht man ja wenigstens schon mal die Baustelle und kann das Planum erkennen von der Straße und den Trassenverlauf. Und ebenfalls kommt dran Qualitätssicherungsdienste, also so OSM-Inspektor, Keybrite, Osmose, der JOSM-Validator. Die meisten Inhalte bringe ich den Leuten im Rahmen der praktischen Anwendung bei. Das heißt, ich lasse sie entscheiden dann, was sie jetzt mappen wollen. Meistens sind es dann praktische Fälle. So, sie wollen hier und da das ergänzen und haben den und den Fehler. Manchmal gibt es auch Fälle, wo ich sage, ja, das ist ein Fehler, aber der Fehler liegt in eurer Anwendung und nicht in OSM. In OSM ist alles korrekt. Und da sind wir auch schon beim Punkt, wo es hakt, wo also Verständnisschwierigkeiten sind, wo man sich anpassen muss ein bisschen. In OpenStreetMap mappen wir nicht für eine spezielle Anwendung, sondern wir füllen eine Datenbank. Das heißt, wenn die Anwendung des Kunden mit Abbiegeverboten nicht zurechtkommt, dann muss sie die unterstützen oder sie ist nicht gut genug. Meine Erfahrung ist, dass Leute, die in GIS oder CAD-Hintergrund haben und solche Systeme mal benutzt haben, die kriegen den JOSM-Einstieg relativ schnell hin. Da ist dann die wichtigsten Sachen, die man wissen muss, ist die rechte Maustaste verschiebt den Hintergrund und es gibt diese Modi mit der A- und S-Taste und die linke Hand ist typischerweise auf der Tastatur. Ich habe beobachtet, dass es eine Neigung gibt, interne Datenquellen zu verwenden. Damit meine ich jetzt nicht die Ortskenntnis von den Kollegen vielleicht. Das ist ja noch relativ harmlos. Das ist ja nur, dass jemand anderes es halt weiß. Sondern eher, dass irgendwie so interne Datensätze verwendet werden. Und da muss ich alle Leute bremsen und sagen, Leute, bitte macht die öffentlich, damit auch andere das nachvollziehen können, was ihr da macht, damit es transparent ist. Sehr häufig sehe ich die Neigung dazu, lizenzierte Datenquellen zu verwenden. Also sehr oft verfügen die Firmen über Nutzungslizenzen für den webatlas.de zum Beispiel. Den webatlas.de, der mag zwar eine schöne Hintergrundkarte im GIS sein, aber wir dürfen ihn für OpenStreetMap nicht nutzen. Er hält in einigen Bundesländern Daten, für die wir keine Erlaubnis haben. Deshalb ist der Dienst tabu.
Ähnliches Beispiel wäre der Bayern Atlas, der ist auch tabu. Der Überprüfbarkeitsgrundsatz ist meist eine harte Nuss. Ein Beispiel ist, wenn ich bei Verkehrsunternehmen bin, dann gibt es oft Einbahnstraßen mit Ausnahmen für Linienbusse. Streng genommen dürfte man den OpenStreetMap eigentlich nur eintragen, wenn da auch ein Zusatzschild unter dem Einfahrtverbotenschild steht. Manchmal steht es aber nicht dran, weil diese Ausnahme nur an einer einzigen Nacht gilt, zum Beispiel der langen Nacht der Museen. Und dann steht man im Dilemma. Auf der einen Seite sagt man als OpenStreetMapper, was ich nicht sehen kann, trage ich nicht ein. Und auf der anderen Seite möchte das Verkehrsunternehmen die Routenberechnung für seine Busse, die nachher dem Fahrer auf dem Navi-Display angezeigt wird, auf Basis von OpenStreetMap-Daten machen und der Bus soll da durchfahren. Ende der Kompromiss ist dann, man trägt eine bedingte Beschränkung ein und sagt PSV, Doppelpunkt Conditional gleich Yes, Add und dann kommt der eine Tag im Jahr, an dem die lange Nacht der Museen ist. Dann muss das Routing-System das nur unterstützen. Nun zum Teil, der sich vor allem an Firmen und Organisationen richtet, die zu OpenStreetMap beitragen wollen. Hier mal ein echtes Negativbeispiel, die Amazon Logistics. Der Fall ist jetzt etwa ein Jahr alt. Es ging Ende Februar, Anfang März 2018 los. Da gab es die ersten Beiträge, zumindest die, die wir kennen. Die sind ein paar Wochen lang unter dem Radar gefahren. Und dann am 29. März gab es die erste Mail auf der britischen Mailingliste, wo sich jemand beschwert hat, da gäbe es eine Gruppe an Mappern oder mehrere Accounts, die an Straßen Zugangsbeschränkungen ändert, die aus Straßen Einbahnstraßen macht oder umgekehrt, die unverbundene Straßen verbindet und dass die Edits in der Regel nicht der Realität vor Ort entsprechen. Und das ist etwa zeitgleich auch im deutschen Forum aufgepoppt. Da haben das auch mehrere Nutzer parallel gemerkt, die ein Auge auf ihre Gegend haben. Und das ist auch wieder ein Zeichen, die Kerncommunity bei OpenStreetMap, die hat auch eine Beziehung zu ihren Daten, die sie mal eingetragen hat, die auch ein bisschen beschützen will. Das heißt, man muss das beachten und dann darf das Projekt nicht als reines Datenbankprojekt betrachten. Am 9.4. war die erste Erwähnung. Das waren am ersten Tag 25 Beiträge im Forum. Nach 4 Tagen waren es, glaube ich, 60 zu dem Thema. Es gab auch ein paar Vermutungen. Die erste war, das sind Leute von Mapbox. Man hat dann aber mal hinter den Kulissen bei Mapbox nachgefragt und die Antwort war, nee, die kennen wir nicht. Wir haben es dann erstmal geglaubt. Und es gab dann Änderungssatzkommentare, also Leute haben dann die Änderungssätze von diesen Mappern, von diesen Firmenmappern von Amazon kommentiert. Das ist hier mein Beispiel, da habe ich einen kommentiert, das ist in der Nähe von Pforzheim. Da hat dieser Mapper bei dieser Straße hier Access gleich private ergänzt, also das ist ein Privatweg und es sieht dann etwas seltsam aus. Wenn man das mit Luftbild vergleicht, kann man es auch nicht so richtig glauben. Und da habe ich mal gefragt, was ist denn die Quelle von diesem Änderungssatz? Wie kannst du denn überhaupt auf einem Luftbild Durchfahrtsverbote erkennen? Das kann man nämlich nicht auf dem Luftbild. Dann die Vermutung geäußert, dass das irgendwelche Meldungen eines Qualitätssicherungssystems sind, dass da meint, das sei ein Routingfehler, dass die Daten irgendwie ein bisschen kaputt seien und dass die abgearbeitet werden, habe ich vermutet und das auch so reingeschrieben und gefragt, ob das richtig ist. Und ich habe darauf hingewiesen, dass es zum guten Stil gehört, dass man, wenn man kommerziell tätig ist und organisiert tätig ist, also als Gruppe, dass man auch sein Profil als solches kennzeichnet. Das war die Antwort. As you can see, there are motor vehicles parked on this road. So we can say that there is a possibility that motor vehicles can go on this road. So that's the reason I altered the access restrictions. Auf gut Deutsch, da stehen Autos und aus dem Grund habe ich da die Zugangsbeschränkungen geändert für die Straße. Auf die anderen Fragen ist die Person gar nicht eingegangen. Ich habe da nochmal nachgefragt, da kam dann keine Antwort mehr. Wir haben dann bis zum 14. April 25 Benutzer gefunden. Ich muss dem Pascal verdanken, der hat damals auf seiner Datenbank einige Abfragen gemacht. Da haben wir dann nochmal die gleiche Zahl gefunden. Wir haben auch ein paar False Positives gehabt. Wir haben die Leute uns angeschaut, einige aussortiert. Es ging dann noch ein paar Tage. Diese ganzen Accounts sind alle irgendwann mal gesperrt worden. Und die haben die Sperre einfach ausgesessen und dann weitergemacht.
Also typischerweise gibt es bei OpenStreetMap erst eine 0-Stunden-Sperre, danach eine längere Sperre, über 4 Tage vielleicht mal. Die Leute haben Sockenpuppen angelegt, also die Sperren umgangen, sie haben ihre Accounts umbenannt, sie haben Namen von Admins verballhornt, sogar in einem Fall. Ich habe dann die meisten Änderungen von denen revertiert, weil ich den Eindruck hatte, dass die einzige Sprache ist, die sie verstehen. Wenn die Aktion unwirtschaftlich ist, lassen sie es vielleicht mal wieder bleiben. Wenn ihre Änderungen wieder rausfallen, die waren nämlich zur Hälfte falsch. Im Sommer 2018 gab es eine Wiederänderung von denen und seit Dezember gibt es endlich auch eine Wiki-Seite, nachdem ich mich bei der Data Working Group über Amazon beschwert habe und die Data Working Group denen gesagt hat, ihr müsst jetzt eine Wiki-Seite machen, damit ihr richtlinienkonform seid. Also um Ärger zu vermeiden, darf man OpenStreetMap nicht als Datenbank betrachten, sondern sollte es als Gemeinschaftsprojekt betrachten. Das Mapping ist keine billige Knopfdrückertätigkeit. Jeder sollte sein eigenes Benutzerkonto haben und das Private vom Dienstlichen natürlich trennen. Man sollte Transparenz und Offenheit leben. Das ist auch eine Herausforderung. Also die Firma muss damit klarkommen, dass die Kommunikation zwischen ihren Mitarbeitern und der OpenStreetMap-Community nicht immer durch die PR-Abteilung gefiltert werden kann. Das kann beim allerersten Mal vielleicht geschehen, aber danach darf das nicht der Fall sein. Ansonsten gibt es da ein großes Transparenzproblem und dann passen die Kulturen nicht zusammen. Man muss mit der Community kommunizieren und wenn die Community einen anschreibt, muss man antworten und darf das nicht aussitzen. Ortskenntnis ist sehr empfehlenswert. Ich habe den Eindruck, dass organisierte Bearbeitungen von Leuten, die auch jeweils aus der Gegend stammen, deutlich weniger Konflikte haben mit örtlichen Mappern. Also es ist erstaunlich ruhig und ruhig ist in dem Fall ein gutes Zeichen, wenn Vermessungsämter in OSM mappen. Also man hört sehr wenig über die ganzen Vermessungsverwaltungen im Rheinland und im Ruhrgebiet, die ihr Stadtplanwerk in OSM pflegen. Wenn man monothematisch mappt, dann ist das Konfliktpotenzial etwas höher. Man muss im Team oder sollte im Team eine Fehlerkultur haben. Das heißt, wenn ein einzelner Mitarbeiter einen Kommentar bekommt, hey, das ist nicht gut, was du da machst, dann muss es in der Firma die Kultur geben, dass der Fehler dann nicht zur Strafe führt, sondern dass man dann systematische Fehler erkennt und alle den Fehler korrigieren. Und nicht, dass der Mapper erst alle Mapper der Firma anschreiben muss, also der Community Mapper, oder gar den Chef anschreiben muss. Und wenn man kein Feedback von der Community bekommt, dann ist das meiner Meinung nach ein gutes Zeichen. Weil meistens gibt es Feedback dann, wenn etwas schief läuft. Darüber hinaus kann man natürlich immer noch ein Musterschüler werden. Zum Beispiel, indem man, um die örtliche Community kennenzulernen, die Community einlädt oder zu ihrem Stammtisch kommt. Wenn man sich persönlich kennt, klappt das mit der Kommunikation erfahrungsgemäß viel besser. Und wenn man das auf die Spitze treibt, dann stellt man vielleicht auch mal den eigenen Seminarraum für Veranstaltungen zur Verfügung. In dem Fall ist das hier ein Foto von einem Hack-Weekend, glaube ich, in London. Oder organisiert Mapping-Partys. Mapping-Partys haben übrigens den Vorteil, da kriegen die eigenen Mitarbeiter Schulung durch die Mapper von der Community. Aber das Problem ist, da beißen sich die Kulturen halt. Firmenmitarbeiter wollen ungern am Wochenende arbeiten, kann ich nachvollziehen. Und die Community arbeitet unter der Woche in ihrem Hauptberuf. Ich bedanke mich hiermit für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Michael, für diesen Einblick. Wenn Firmen mappen, wir haben gemerkt, kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Habt ihr Fragen an Michael? Du hattest gesagt, ihr hattet zuerst Mapbox im Verdacht und seid dann aber auf Amazon gekommen. Und wie seid ihr auf die gekommen? Die haben sich geoutet. Wir sind nicht selber drauf gekommen. Was wir herausgefunden haben im Rahmen der Untersuchungen dann, also das waren da mehrere Leute im Deutschen Forum, die sich die Edits angeschaut haben. So, eine der ersten Untersuchungen ist mittlerweile, man schaut mal, an welchen Wochentagen sind die aktiv. Das war eindeutig Montag bis Freitag. Dann, okay, sind bezahlte Leute. Zweite Untersuchung, zu welchen Stunden sind die aktiv? Da haben wir so schöne 8-9 Stunden lange Zeiträume gesehen.
Wenn die Leute eine 35-Stunden- oder 37-Stunden-Woche haben, dann ist der Nachmittag ein bisschen schwächer immer. Und wir haben dann auch abgeschätzt, okay, von der Zeitzone her scheinen die aus Indien zu kommen. Und da war klar, also das könnte bestimmt eine amerikanische Firma sein, die mal wieder billige Arbeit ausgelagert hat. Es gibt eine ganze Reihe amerikanischer Firmen, die von indischen Firmen, vor allem von GlobalLogic, mappen lässt. Hast du schon dir eine Meinung gebildet, ob und wie die Organized Editing Guidelines wirken mittlerweile? Weil das ist jetzt ein paar Monate mehr oder weniger in Funktion zumindest beschlossen. Ja, die Guidelines sind beschlossen. Eingehalten werden sie von denen, die es vorher schon getan haben und von den anderen nur so leidlich oder gar nicht. Ich denke, sie werden dann eingehalten, wenn man Druck macht, wenn sich Leute dahinter klemmen und mal systematisch durchschauen und sich bei den jeweiligen Organisationen beschweren, und wenn das keine Wirkung zeigt, dann halt zur DWG gehen und die DWG dann halt da Druck macht. Von alleine wird da nichts passieren. Aber das wäre auch bei einer strengeren Richtlinie nicht anders. Hat noch jemand eine Frage? Kann man das Schulungsmaterial auch irgendwo beziehen? Von den Schulungen. Nein. Ich habe da auch einige Stunden reingesteckt in diese schönen Folien, diese schönen getechten Handouts. Okay, ja, ist verständlich, gut. Aber du kannst aus dem OSM-Wiki dir selber zusammenstellen, also ist halt ein bisschen Fleiß, aber ich sitze so 2 Tage dran, um das ganze Material, was ich jetzt so mittlerweile habe, schön hinzubekommen. Du kannst den Michael auch buchen, ne? Ich möchte nur mal darauf hinweisen, also so Mapping-Schulungen kann eigentlich jeder richtig erfahrene Mapper selber machen. Da es ist kein großes Hexenwerk. Meine Frage wäre, du hast gesagt, du erklärst den Leuten auch zum Beispiel, wie man Abbiegebeschränkungen mappt. Jetzt macht das Wiki das ja auch. Nur im Wiki finden sich ja dann häufig Streitigkeiten. Zum Beispiel, wie mappe ich eine bedingte Abbiegebeschränkung? Du gibst denn jetzt wahrscheinlich eine konkretere Antwort. Ich sage Ihnen bei bedingten Abbiegebeschränkungen, dass es 2 Tagging-Schemata gibt und dass es egal ist, welches Sie nehmen, dass wenn Sie eine neue mappen, dann dürfen Sie das aussuchen oder würfeln oder was halt gerade einfacher ist. Also es gibt ja Abbiegeverbote nur für LKW oder Abbiegeverbote für alle aus LKW. Je nachdem, was für ein Fall es ist, nimmt man das ein oder andere Schema. Die konkurrieren die beiden. Es gibt aber auch Sachen, wo ich dann eher konkrete Antworten gebe, eine Empfehlung ausspreche und sage, es gibt aber auch noch. Das ist dieser typische Fall Highway gleich Pass versus Footway versus Cycleway. Ich hätte gern Beratung von dir. Ich versuche gerade die Rathäuser in Dörfern da unten am Bodensee als Mapper zu gewinnen. Ja, nachher vielleicht. Und ich verwickele alle möglichen Leute dann in Gespräche und lande da bei OpenStreetMap, zuletzt das Finanzamt und den Holzhändler. Aber bei den Rathäusern wäre es vielleicht gut, dass ich dann sowas mache, wie du vorgeschlagen hast, dass man das auf einer Seite da macht. Aber das wäre nachher. Organisiertes Mapping. Bitte? Wenn die Rathäuser da gemeinsam mappen, dann ist es organisiertes Mapping. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Gibt es nicht? Dann Michael, vielen Dank, dass du uns an deinen Erfahrungen teilnehmen lassen hast. Danke.